Die Zwölfe zum Gruß, ihr Lieben, und es geht weiter mit Satinavs Ketten. Wir sind nicht mehr in Andergast, wir sind hier, ja, ich weiß nicht, wo wir genau gerade eigentlich sind, wie sich das nennt hier, aber auf jeden Fall suchen wir immer noch das Prisma. Ich gehe mal hier lang, da war ich noch nicht. Wo kommen wir da hin? Ja, mal ganz woanders wieder. Ist ja doch relativ groß hier, ich hoffe, ich übersehe hier nichts. An Dingen, die ich einsammeln kann, schaue ich da mal so ein bisschen als erstes. Hier, Räucherhaken. Nehmen wir uns mal so einen Räucherhaken. Immerhin läuft da, geht ein bisschen schneller. Ach, nach rechts geht's auch noch weiter. Ah, da ist ein Wächter. Okay. Wo geht's hier lang? Beiboot. Falls das Schiff ablegt, können wir uns als blinde Passagiere in diesem Beiboot verstecken. Mhm. Okay, ich höre auch schon komische Stimmen. Reden wir mal mit dem Wächter. Hey, hey, hey. Immer langsam. Was hast du hier zu suchen? Ich muss mit Harm sprechen. Mit Harm sprechen muss der Kleine. So, so. Und warum? Wegen Wichtiges. Ich bin Harms Neffe oder Schüssel Zucker, Botschaft von Arauken. Ich bringe eine Botschaft von Arauken. Du? Arauken. Zeig her. Das geht nicht. Es ist eine mündliche Botschaft. Mündlich? Ja, ist alles in meinem Kopf. Kleiner, ich zersäge dir deinen Kopf, wenn du nicht sofort verschwindest. Oh oh, das war wohl nicht das Richtige. Was könnte ich stattdessen sagen? Probier es einfach nochmal. Hey. Ich muss mit... So, so. Neuer Versuch, ich bin Harms Neffe. Ich bin Harms Neffe. Sein Neffe. Sind wir nicht alle Kinder des ehrenwerten Harm? Wenn du um Geld betteln willst, dann verschwinde. Nein, ich will kein Geld. Hm. Los, mach einen langen Schuh und komm erst wieder, wenn du weißt, was du willst. Ach ja, okay. Also hey, das Zweite. Hey, ich muss mit... So, so. Beides nicht klappt, vielleicht Schüssel Zucker? Ich komme vom Nachbarschiff und soll nach einer Schüssel Zucker fragen. Was? Ja, der Schiffskoch will eine Kaiser-Bardo-Torte machen oder es versuchen. Und dafür braucht er Zucker. Mach dich vom Acker. Alle drei haben nichts gebracht. Dann kommt vielleicht noch eine andere Option später. Mal gucken. Ich mag ja diese Holzschnitzereien hier, die Details hier. Ist echt so schön gemacht, dieses Spiel. Mit so viel gestalterischer Liebe. Deswegen mag ich das Spiel sehr, sehr gerne. Ich finde, gerade bei Point-and-Click-Spielen kommt doch sowas auch sehr zur Geltung. Bist du der Fährmann? Aha. Fährst du auch durch den Sumpf? Was soll das Gemurmel? Kannst du nicht ordentlich reden? Ach so. Tut mir leid. Okay, er kann nicht mehr ordentlich reden, der Arme. Auf was sprechen wir ihn an? Angeln, Überfahrt zum Sumpf oder nach Angelfragen? Na, schon was gefangen? Nach Fischfragen. Kannst du mir einen Fisch abgeben? Nur einen Fisch, mehr nicht? Überfahrt zum Sumpf, nach Angelfragen. Fahr mich und meine Begleiterin durch den Sumpf. Ja, wir sind zu zweit. Ach so, zwei Kreuzer. Zwei Heller? Etwa Silbertaler? Das ist doch viel zu teuer. So viel habe ich nicht. Preis drücken. Alternative, die Fahrt zu bezahlen. Vergiss es. Gibt es etwas anderes, womit ich die Fahrt bezahlen kann? Sehr gut. Und was? Soll ich dir einen Bart besorgen? Oder einen Gegenstand? Was zu essen? Zu trinken? Schnaps? Ah, okay. Schnaps also. Schwere Geburt. Ja, alles klar, der möchte was zu trinken. Das machen wir bestimmt mit der leeren Flasche und dem Zapfhahn. Alternative, die Fahrt zu bezahlen, haben wir ja schon nach Angelfragen. Leihst du mir deine Angel? Okay, dann gehen wir mal. Mach's gut. Der will was zu trinken, das kriegen wir schon hin. Irgendwie, keine Ahnung, aber kriegen wir hin. Die Idee, glaube ich, ist schon mal nicht schlecht. Ja, und dann, was haben wir hier? Balken. Dieser Balken ergibt nicht allzu viel Sinn. Wieder gibt nicht viel Sinn. Vielleicht werden hier Leute aufgehangen, dann gibt er Sinn. Keine Ahnung. Wie kommt er denn jetzt darauf, auf den Balken?
Er trägt nichts und er hält nichts. Und was sollen diese Haken an der Wand? Möchtest du das wirklich wissen, Geron? Ich weiß gar nicht, ob ich das wirklich wissen will. Aber, ja. War hier nicht noch irgendwas? Gut, dann gehen wir mal wieder erstmal zurück. Mit dem seltsamen Balken, der keinen Sinn macht. Und plötzlich wurde alles dunkel. Und es gab kein Lachen mehr. Und keine Farben. Aber ich weiß nicht mehr, warum. Ich habe alles vergessen. Was ist denn mit Nuri los? Quatscht die wieder zu viel? Sie quatscht wieder mit dem Betrunkenen, alles klar. Gut, gut, Nuri, mach mal erstmal weiter. Ich guck mich weiter um. Fest verknotet. Können wir das mit der Scherbe, wir haben noch eine Scherbe, können wir das... Oder ein Messer, noch besser? Den einen oder anderen Gefallen schaue ich nicht hin. Tu, was du willst, Schlapphut. Mach das jetzt trotzdem? Ja, mach's trotzdem. Enterhaken. Dein Leben, nicht meins. Fest verknotet. Aha. Fest ver... Ja, wir hätten ja auch eine Scherbe gehabt, aber... Oder hatten wir nicht? Auf jeden Fall haben wir jetzt einen Enterhaken. Kann Nuri das wieder heil machen? Ist schon zerbrochen. Heil machen, meine ich. Was? Vielleicht schaue ich besser wirklich nicht hin. Nuri! Perfekt. Mit Yara noch mal reden. Goswins Haus. Gehen wir doch da endlich mal hin. Du glaubst mir wohl nicht. Der Mann ist tot. Ja, ja, klar glaube ich das. Aber wir müssen es ja trotzdem mal angucken. Goswin ist also tot. Wie sollen wir jetzt das Feentor finden? Wir müssen herausfinden, wo dieses Prisma ist. Bestimmt in dem Frosch. Ich bin überzeugt. Ja, ja, ja. Und was hat es mit dieser Statue auf sich? Vielleicht ist ja bei der Statue auch was und deswegen lehnt er hier die ganze Zeit an. Reden wir nochmal mit Jache. Brauchst du was? Ja, trinken. Der Mann am Kai, Kaufmann Harm. Was ist denn mit dem da hinten los? Dem Suffkopf? Orkischer Fiebertraumschnaps. Das beste Gesöff, um alles zu vergessen. Wer ist Kaufmann Harm? Ja, der allseits geliebte, ehrenwerte Kaufmann Harm. Seine Geschäfte haben stets zwei Seiten. Auf der einen stehen die Nutznießer, auf der anderen liegen die Leichen. Und was macht er genau? Irgendwann fing er an, eigenartige Steinfiguren an Alvin Arauken zu verkaufen. Den König der Unterwelt hat sich eine goldene Nase damit verdient. Seitdem mischt er im Schmugglergeschäft mit. Aber was er wirklich will, weiß niemand ganz genau, denn er verlässt niemals sein Schiff. Wo ist Harm? Wo finde ich Harm? Du hast aber was vor, mein Freund. Das ist meine Sache. Natürlich. Sein Schiff Terbonera liegt im Hafen. Mhm. Bis später. Gib auf deinen Rücken Acht. Wieso auf meinen Rücken? Mir fällt keiner gerade in den Rücken. Aber wenn, dann... Ja, ist es wahrscheinlich eh zu spät. So. Eisenring. Hier werden Schiffe verteut. Kann ich da den Dings ranpacken? Hier, den? Wir werden Schiff... Ein Verweih zum Henker. Dieser Nordhimmel macht mich noch ganz melancholisch. Was soll ich machen jetzt? Diese Haken scheinen nicht dafür gedacht, irgendetwas daran aufzuhängen. Kann ich diesen Haken an diesen komischen Balken hängen oder so? Enterhaken, Balken. Ach, das geht sogar. Und wozu? Damit ich da hoch kann? Oder damit ich da hoch kann? Das wollte ich schon immer mal machen. Nee, damit ich mich rüberschwingen kann. Yay, wir schwingen uns rüber. Geron, gib alles. Und gleich platscht er ins Wasser. Juhu! Das gehört halt zu einem richtigen Abenteurer dazu. Dass man sich irgendwo rüberschwingt. Hängematte.
Die nehmen wir alles nehmen wir mit. Er stopft das alles in seine Taschen. Auch ganz üblich in einem Point-and-Click-Spiel wird alles immer in irgendwelche Taschen gestopft. Versteinerte Katze. Wie soll ich da rankommen? Mein Arm ist zu kurz. Dumm, dass es kein kleines Handfass ist. Nee, aber wir haben noch einen Zapfhahn. Haha. Noch fließt kein. Erst muss ich den Zapfhahn in das Fass schlagen. Ja. Mit dem Hasen? Ach, das geht alles. Ach, cool. Ich komme gut voran. Yay, jetzt kann ich den aufmachen. Hier ist die Flasche. Hoffentlich trinkt der Fährmann das Zeug, nachdem er uns zum Feentor gebracht hat. Sehr gut. Ich muss es irgendwo hineinfüllen. Hab ich schon. Alles tutti, paletti. Hoffentlich trinkt der Fährmann... Cool. Hoffentlich... Ja, ja, okay. Ja, mit dem Haken vielleicht was... Das geht so nicht. ...bauen und dann da oben rankommen. Zu weit weg. Wie soll ich da... Kann ich das Dings zerschneiden und dann habe ich so eine Art Seil? In einem Stück wäre es nützlicher. Dann wirf es doch einfach mal rauf. Damit reiße ich noch das ganze Regal um. Irgendwas muss mir einfallen, dass ich da oben rankomme. Aber Wasserpfeife, Krakenmolch, Schnitzerei und eine versteinerte Katze. Was will da alles mit? Kann ich damit was runterwerfen? Vielleicht. Nein. Ich werfe einfach danach. Nein. Am Ende bricht er sich noch einen seiner Arme. Muss ich mir noch irgendwas bauen können? Ist bereits ins... Ich putze jetzt nicht. Kannst du mit dem Handtuch? Mein Arm ist... Vielleicht. Und das zerschneiden? In einem Stück wäre es... Okay. Bau dir doch mal ich was. Ich putze jetzt... Unsinn. Nicht sehr... Das bringt... Keine Zeit. Nicht sehr... Ich muss dringend... Ja, ja, ich weiß. Ich probiere hier gerade ein bisschen einfach rum. Dafür hatte ich gerade eben gut Glück mit meinen Ideen. Wie komme ich da oben ran? Komme ich da überhaupt schon ran? Oder können wir ihm jetzt erstmal das Trinken geben? Bringen wir ihm mal das Trinken. Wenn ich eine Angel von ihm kriege, könnte ich mir das Zeug da oben auch angeln vielleicht. Fährmann? Mach es gut. Gib mir mal direkt die Flasche. Fährst du mich und meine Begleiterin für diesen Schnaps durch den Sumpf? Warte hier auf uns. Ich muss noch unseren Kompass besorgen. Okay, dann haben wir das schon mal erledigt. Aber, Angel? Fährmann? Vielleicht kann ich Ihnen das Netz geben statt der Angel? Leihst du mir deine Angel? Mach es gut. Oder ich kann mir mit dem Netz selber einen Fisch fangen. Wäre auch eine Idee. Was ist hier? Hering habe ich noch nicht gesehen. Der Fährmann hat jederzeit ein Auge auf seinen Fisch. Gib mir mal... Okay, es ist ja eigentlich eine Hängematte, aber es sieht halt immer aus wie ein Netz. Deswegen denke ich die ganze Zeit, mit dem Netz kann man Fische fangen. Bekomme ich dafür einen Fisch? Er will unbedingt einen Fisch für den Haken vielleicht? Der hier muss dir doch einen Fisch wert sein. Auch nicht. Der versteinerte Hase vielleicht? Der hier muss dir doch einen Fisch wert sein. Auch nicht. Irgendwelche Symbole, verwirrende Zeichnungen, Gekritzel. Diese Symbole, das Schwebende, das Brennende, das Magische. Laut Goswin sind das die sieben Elemente der Feenwelt. Wasserschlauch. Will er den haben? Der hier muss dir doch einen Fisch wert sein. Geron war weg.
Chiron war gerade weg. Was könnte man ihm denn geben? Ein Eimer? Ganz blöd. Der hier muss dir doch... Nein. Es nutzt alles nichts. Ich habe zwar seine Heringe jetzt gefunden, aber... irgendwie nicht so. Da oben brauche ich auch gar nicht erst lang gehen. Beiboot, kann ich hier irgendwas machen? Ich komme nicht. Wir stehlen uns ein Boot und lassen uns als Fischer nieder. Und hoffen, dass der Seher uns nicht findet. Kann ich das kaputt machen? Bricht nicht in zwei. Also nicht das Boot, sondern eigentlich da, wo es hängt. Dann würde es vielleicht runterfallen oder so. Aber es wäre zu laut und ach ja. Ach ja, es ist alles nicht so. Kann ich beim... Was kann ich denn mal machen? Das ist keine Hilfe. Und wenn ich da hinten die kaputt mache, hier oben... Dann gehen die kaputt, aber das will er ja eigentlich auch gar nicht, oder? Eine Knochenschnitzerei, die hält einiges aus. Ah! Ach, tatsächlich, das gut, hat... Gut, dass Nori nicht hier ist. Aber es hat funktioniert, das ist doch schon mal gut. Jetzt komme ich da ran. Unerreichbar. Was? Ist doch direkt über dir. Du musst es doch nur greifen. Warum ist immer alles... Aber es ist ja jetzt nicht mehr so unerreichbar, oder? Zu weit weg. Nee, ist klar. Geron, ist klar. Zu weit weg. Das hilft auch nicht. Damit reiß ich... Ich werfe ein... Nein. Das sind keines... Diese Tiere wurden versteinert. Ach so. Aha. Was mache ich denn jetzt? So weit weg. Ist jetzt irgendwas hier runtergeknallt? Weil die sind hier einfach nur umgefallen. Dumm, dass es kein kleines Handfass ist. Ich bin am Überlegen, echt. Also, schön, dass das jetzt kaputt gegangen ist. Kann ich noch mehr kaputt machen, weil irgendwie... Eine Knochen, die hält ein... Massiver Stein. Massiv... Ich komme. Ja, er müsste sich eigentlich nur mal ein bisschen strecken und all diese Dinge, aber nein. Regalbolzen. Jawohl. Geht doch. Gut. Jetzt komme ich endlich ran. Das muss ein Krakenmolch sein. Irgendetwas an dieser Figur ist unheimlich. Abgesehen von dem Hasen und dem Krakenmolch brauche ich aber immer noch die Katze. Wie komme ich da ran? Merkwürdige Sache. Ein Henkel, ein Haken, aber kein Platz zum Aufhängen. Ist aber anscheinend schon mal eine gute Idee oder so. Er ist gesprungen. Habe ich alles beisammen, damit ich auch noch an die Katze komme? Immerhin habe ich den Bolzen entdeckt gehabt, aber ich glaube, hier muss ich mir echt was anderes einfallen lassen, um an die Katze zu kommen. Bestimmt die Angel, kann ich mir vorstellen, die ich noch kriegen muss. Eisenring, was hat es damit auf sich? Dann kannst du jetzt auch den Eimer ranhängen, oder? Okay. So viel Fiebertraumschnaps getrunken? Wenigstens stehe ich nicht stundenlang im Regen herum. Ja, okay. Es soll irgendeinen Nutzen haben. Keine Zeit für... So wird... Ich frage mich gerade, worauf das hinausläuft. Vielleicht um Vögel anzulocken oder ich weiß auch nicht.
kann da ein Eimer hinhängen. Warum? Hallo. Hey. Der ist ganz woanders. Vielleicht auch besser so. Tja, ich würde sagen, wie es hier weitergeht, erfahren wir im nächsten Part von Satin aufs Ketten. Dann werde ich wohl mal überlegen, was ich hier als nächstes machen kann. Auf jeden Fall können wir hier einen Eimer ranhängen, aber den Nutzen weiß ich gerade noch nicht. Bestimmt, wenn ich denn den Fisch überhaupt erstmal habe. Vielleicht, aber auch dann weiß ich gerade nicht wozu. Sehen wir dann. Bis dann.